Jetzt im Studio 3 Moritz Neumeier und Till Reiners. Comedians, Humorarbeiter, Spaßvögel, das testen wir heute. Falsch aber lustig heißt ihre Show im RBB. Moritz Neumeier moderiert, Till Reiners muss mit humorvollen Kollegen improvisieren. Die Game Show, bei der die lustige Antwort zählt und nicht die richtige. Einmal die Woche kommt eine neue Folge mit uns beiden Pappnasen. Till Reiners ist Comedian mit Hochschulabschluss. Er gehört zum Team der ZDF-Heute-Show, ist Nachfolger von Sebastian Puffpaff bei Happy Hour auf Dreisat und startet so richtig durch. Moritz Neumeier hingegen arbeitet so wenig wie möglich. Der dreifache Vater mimt gern mal den traurigen Clown. Heute nehmen uns die beiden mit auf eine Reise in eine Parallelwelt des jungen Humors. Gibt es Tabus und wo probieren sie Witze aus? Die beiden moderieren auch einen Podcast fürs RBB-Jugendradio Fritz. Aus ihren Wohnzimmern haben sie für ZDF Neo gefunkt. Und nun startet die dritte Staffel ihrer Show. Falsch aber lustig. Und schön, dass ihr beide da seid. Es sind nicht die Falschen, es sind die Lustigen. Moritz Neumeier und Till Reiners. Ich freue mich sehr. Ich möchte noch einmal sagen, ich habe übrigens keinen Hochschulabschluss. Aber Till hat einen. Haben wir gelernt. Ich musste so lachen. Ich hoffe, das Lachen ist nicht mit drauf, aber es musste so lachen. Das habe ich noch nie gehört. Comedian mit Hochschulabschluss. Ja, ist eine Auszeichnung. Ganz ehrlich, nehme ich. Nimmst du. Ja, also von daher, ich freue mich auch, dass Sie da sind. Und wir haben auch heute in den kommenden 45 Minuten viel vor. Wir werden auf jeden Fall campen. Und wir werden einen Mann besuchen, der sammelt Zehntausende. Was kriegen wir raus in diesen 45 Minuten? Du guckst jetzt gerade so unglaublich. Du bist genauso gespannt wie ich, oder? Sammeln ist immer gut. Wie steht es denn um eure Sammelleidenschaft? Habe ich abgeschafft. Habe ich einfach komplett abgeschafft, weil ich raste zu sehr aus dann. Ich habe so Holz gesammelt. Also wirklich einfach so kaputtes Holz, weil ich dachte, Da machst du was draus. Schönes draus. Ja. Ich schnitze was. Bis meine Frau meinte, was machen wir mit dem Holz? Und dann habe ich es weggebracht. Okay. Deine Sammelleidenschaft sind Gags? Gags sammle ich. Ja. Ich habe euch gestern ja angekündigt hier im Studio 3 und habe diese Sendung beendet mit den Worten, dass ihr heute sehr, sehr, sehr stark sein müsst. Habt ihr eine Ahnung, warum? Ja, das habe ich gesehen. Das hat mich ein bisschen, das hat mich beunruhigt. Mhm. Warum? Weil er ist nicht stark. Okay, weil ihr das Interview mit mir führen müsst. Ja, und? Na, dann schau mal. Es gibt immer diesen einen Freund im Freundeskreis, meistens ein Christian. Und wo sich immer alle fragen, wie kam der da nochmal rein? Also warum ist er da? Keiner kann sich daran erinnern, aber er ist immer da. Er hat sich festgesetzt. So. Niemand nimmt sich näher und sagt, Christian, für dich heute nicht mehr. Nein, geh weg. Nein, niemand macht das, niemand traut sich. Und dann ist er einfach dabei. Wie so ein Pickel, den man ausdrücken will und dann merkt man, ach nee, ist ein Leberfleck. Na gut, also so. Also wirklich ein unheimlich guter Freund von mir. Wirklich. Ja, also, möchte ich mich da in aller Stelle von meinem Frühwerk distanzieren. Das sind Aufnahmen von ganz früher. Das ist zwei Jahre her. Das Internet vergisst nicht, leider. Nein. Ja, und dann muss ich sagen, Entschuldigung, das würde ich heute in der Form nicht mehr machen. Grüße gehen raus an alle Christians. Also auch an mich. Auch an dich. Okay. Insbesondere natürlich, nee, aber ich muss auch sagen, ihr werdet ja sonst gar nicht diskriminiert, finde ich. Die Christian? Ich habe extrem diskriminierungsfreien Namen ausgesucht. Da habe ich mir gedacht, komm, dann nimmst du den Christian. Weil da gibt es auch so viele von und so. Die haben es immer so gut. Auf Kevins wird rumgehackt seit 18 Jahren. Da so. Kann man auch mal auf einem Christian rumhacken. Christian müssen auch mal abkriegen. Von daher. Und auf Moritz. Von daher. Ja. Ne? Ich meine, ihr bettelt euch ja wirklich. Auch in der Show. Falsch, aber lustig. Aber wie würdet ihr in eure Beziehung beschreiben? Ist es eine Freundschaft oder eine Arbeitsbeziehung? Das ist recht distanziert seit Jahren. Nee. Ich werde das im Moment öfter gefragt, weil er so berühmt wird langsam und Leute bei mir was holen wollen an Informationen. Und ich glaube, also es ist immer diese Frage, was seid ihr denn? Und ich glaube, für mich sind wir beides. Also man sagt ja immer, man soll das nicht vermischen und das glaube ich auch. Aber er ist der private Till, ist ein Freund und der Arbeitstill ist ein Kollege. Und das wird auch bei mir extrem getrennt. Also wenn ich dann wütend bin auf Arbeitstill, Dann kann ich mit ihm nach Hause fahren und dann ist das vorbei, weil dann bin ich ja beim privaten Till. Ich glaube, dieses Vermischen ist nicht gut sonst. Wie äußert sich deine Wut dann? Meistens gar nicht und dann irgendwann zu doll. Ich glaube, das ist es. Okay. Ja, das haben wir beide gleich. Ja. Du bist ähnlich. Ja. Ich dachte, du bist eher der Introvertierte, der ruhige.
Nee, gar nicht. Nee. Wirklich so, ja? Ein bisschen manchmal. Also eben so? Warst du ja noch so ein bisschen aufgeregt vor der Sendung. Ja, ich bin super aufgeregt. Aber das ist der Hochschulabschluss. Das macht der Hochschulabschluss. Das ist der Hochschulabschluss. Ja, ne? Dieses emeritische Professorale. Ist das, emeritisch? Ja. Emeritisch. Was ist, da weiß ich nicht. Was wolltest du heute ein Fremdwort auswendig lernen? Ich hatte dann gemacht. Angefangen und dann war ich mir nicht mehr sicher, was das bedeutet. Okay. So, Jungs, aber einmal ernsthaft, was schätzt ihr aneinander? Also, ja, einiges. Das ist ganz schlimm, wenn es da eine zu lange Pause ist, Moritz. Ja. Das wird gar nicht gut. Dann würde ich vorschlagen, ihr überlegt mal ganz kurz. Ja. Und wir machen dann einen Beitrag dazwischen und ihr denkt darüber nach. Ja? Ich gebe euch mal 1,30 zum Nachdenken. Du bist jetzt schon mein Lieblings-Christian. Ja? Ach Mensch, habe ich ja schon mal geschafft. Nicht schlecht. Also, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier nach so einem Bericht jetzt noch so fröhlich weitermachen kann. Wir versuchen es und ich würde gerne noch mal meine Frage von eben wiederholen. Was schätzt ihr aneinander? Also ich kann mich auf Moritz verlassen. Der verzeiht mir auch viel, muss ich sagen. Also wenn ich zum Beispiel mal verschlafe oder so, das ist Moritz wirklich ein verständnisvoller Kerl. Sowas zum Beispiel ist schon, ist schon ein guter Freund einfach. Moritz? Also, ja. Ich glaube, Till ist sehr loyal und Till kann sehr gut auch umschalten zwischen, jetzt sind wir hier in der Öffentlichkeit und jetzt machen wir dieses aber man merkt sofort, wenn man zu zweit ist, dann kann man umschalten auf, jetzt machen wir keine Show mehr, sondern jetzt sind wir wirklich wir zwei Leute in einem Raum. Mhm. Und das passiert in unserem Umfeld nicht so oft. Okay. Nun ist es ja so, ihr arbeitet immer wieder auch zusammen, habt einen eigenen Podcast bei Fritz, natürlich Talk ohne Gast. Aber es gibt eben auch mit dem Comedy-Kollektiv und dem YouTube-Kanal von Fritz Falsch, aber lustig. Dritte Staffel geht Donnerstag nächste Woche am 31. August an den Start. Wer die Sendung jetzt zufälligerweise nicht kennen sollte, trotzdem noch mal kurz. Was ist da falsch, was ist da lustig, was ist das Konzept dieser Show? Naja, also du bist der Host. Ich kann mir kaum vorstellen, das da draußen ist ja genau unsere demografische Gruppe, mit der wir zusammenarbeiten möchten. Und das kann man sich ein bisschen vorstellen wie, einige haben ja vielleicht schon mal das Glücksrad gesehen und dann sehr doll aus Versehen an einem Edding genuckelt. Und das ungefähr ist falsch, aber lustig. Wenn du das Gefühl hast, von mir wird schwindelig, so schnell ist das und so bunt und so grell, aber auch so lustig, dann ist das unsere Sendung. Also wir sagen eigentlich immer Jeopardy auf MDMA, nur hier würde ich sagen Jeopardy of Ecstasy, um sicherzustellen, dass auch alle wissen, wovon ich rede. Gut. Aber ja. Also es geht bei euch nicht um die richtige Antwort, sondern es geht um die falsche Antwort, die aber besonders lustig ist. Es ist eine Quizshow, da geht es darum, besonders lustige Antworten zu geben. Und gewonnen hat dann völlig willkürlich entscheidet dann Moritz, wer gewonnen hat. Im Endeffekt geht es darum, da irgendwie Spaß zu haben. Das gibt es schon ganz, ganz lange, zum Beispiel in England, dieses Format. Und das haben wir geklaut. Kann man so sagen? Naja, die Idee, also in Deutschland ist es immer so sehr steif. Wir haben jetzt hier so eine Quiz-Sendung und dann gibt es eine Moderation und dann gibt es Punkte und am Ende gibt es noch jemanden, der ist prominent und dann gibt es einen Preis. Und unsere Idee war eher, alle mögen Quiz-Sendungen, lass uns doch eine Quiz-Sendung machen, bei der es aber nicht um Punkte geht, sondern einfach darum, dass man das sieht und denkt, Spaß miteinander. Ist es lustig und trotzdem erfährt man zwischendurch noch Sachen, wo man denkt, krass, ja, das wusste ich gar nicht. Also du hast diese Information, plus lustig, ohne dass es immer zwangsweise ein Punktesystem gibt. Und das mit einer coolen, jungen Comedy-Truppe, die ihr da zusammen getrommelt habt, beziehungsweise du als Moderator zusammentrommelst für jede Show, immer donnerstags. Heute Abend ist Premiere, ihr feiert noch Premiere. Ja. Bei uns ist es so eine Art von Vorpremiere. Du siehst, ich habe hier schon ein bisschen geschmückt. Und ich habe heute bei Moritz auf seinem Instagram-Kanal seine Vorfreude schon vernommen, dass er sich freut auf die Premiere. Und du hast gefordert, dass es Canapés geben soll. Ja, ich habe gefordert. Wir haben was vorbereitet. Wow. Ich habe auch gesagt, ich weiß nicht, was Canapés sind. Guck mal, es ist was zu essen, ich wusste es. Oh, es sind Canapés. Guck mal, dann haben wir noch alkoholfreien Sekt. Das ist ja super. Damit es hier richtig läuft, wenn wir hier nämlich gleich reingucken. Ist es okay? Das ist wirklich super. Moritz hat wirklich noch gefragt. Danke, Ina, danke, Simone. Gibt es hier eigentlich was zu essen? Da war die Antwort nein, aber vielleicht auf der Premiere. Moritz. Ja, ich habe ehrlich gesagt, ich frühstücke nicht. Also und ich habe auch keinen Mittag gegessen. Wir haben ja nicht viel beim RBB, aber alkoholfreien Sekt und ein bisschen Canapés. Oh, richtig. Bevor wir anstoßen, würde ich vorschlagen, schauen wir 45 Sekunden in die neue Staffel rein. Wollen wir das erstmal machen? Wir haben wir auch noch nie gesehen. Ja. Ohne Scheiß. Premiere, auf geht's. Ich werde euch gleich viel Good-Nachrichten zeigen, also Nachrichten, die eigentlich positiv sind, und ihr verfasst mir dazu die dazugehörigen Hate-Kommentare. Berliner Bäderbetriebe erlauben jetzt oben ohne Schwimmen für alle. Till. Nur ein Wort. Geil. Da fehlt der Hass, aber ein schöner Kommentar. Ja, gut. Lena,
Scheiße, ich wohne in Tübingen. Phyllis, gib mir das Kommentar. Jetzt wird der Bademeister zum Busenmeister. Jetzt. Zufrieden? Ich liebe es. Ja, also ich liebe auch Philipp. Wir haben das ja aufgezeichnet vor, weiß nicht wie vielen Monaten. Und wir haben auch einfach 9 Folgen an 3 Tagen aufgenommen, die immer dreimal Phyllis, so lang sind. Phyllis ist im Urlaub gerade. Ja, Phyllis ist im Urlaub. Ja. Und die dreimal so lang sind wie das, was man auf YouTube sieht. Das heißt, die meisten Gags habe ich alle vergessen. Phyllis ist die Beste. Ey. Komm, also ist die Vorpremiere, Tipp. Ja, es ist super geil. Wir sind richtig gespannt heute, weil wir wissen das wirklich nicht mehr alles. Mhm. Wir bereiten ein bisschen, das kann man ja sagen, wir bereiten ein bisschen was vor, ein bisschen was ist improvisiert. Aber man ist dann immer so im Rausch. Mhm. Das kennst du wahrscheinlich auch bei Sendungen. Und dann hinterher weiß man gar nicht mehr, was habe ich eigentlich gesagt, war es eigentlich eine gute Sendung oder eine schlechte Sendung. Da musst du dich wahrscheinlich auch immer von außen vergewissern. Und genauso geht es uns heute, glaube ich. Wir gucken zum ersten Mal die 2 Folgen, wir haben nichts gesehen, gar nicht den Schnitt gemacht. Und es wird spannend, ob es auch furchtbar wird. Was vielleicht. Ist denn das Reizvolle für euch an dieser Show? Ist es dieser Überraschungsmoment am Ende auch, den es ja immer wieder auch gibt? Ja, ich glaube, es ist vor allem, ja, das Gute ist, dass du nie weißt, was passiert. Mhm. Und das ist auch mal die Gefahr, dass ich vorher denke, oh nein, hoffentlich sind alle diesem Druck gewachsen, weil Till ist jedes Mal dabei. In den allermeisten Folgen ist Phyllis Tasch da mit dabei. Und dann gibt es meistens noch eine Person, die kommt dazu. Und dann ist immer die Frage, oh, hoffentlich geht die Person nicht unter zwischen diesen beiden Leuten, die das andauernd machen an diesen 3 Tagen und jemand, der nur für ein einziges Mal da ist. Das ist wirklich undankbar. Das muss ich auch selber sagen. Also neben Phyllis und mir dann da so zu stehen für eine Folge, dann in so ein Wasser geschmissen zu werden, das ist schon sehr undankbar. Ich würde nicht sagen, also man wird ins kalte Wasser geschoben, sondern direkt aufs Eis draufgeworfen. Ja, und dann ist die Frage, klappt das? Aber dann, es klappt eigentlich immer. Und danach denkt man, oh geil, es hat wieder funktioniert. Und das ist immer noch so eine neue Form von Humor, weil wir haben nichts vorbereitet. Das sind nicht nur Witze, sondern es ist einfach irgendwas, was die Menschen sonst gar nicht machen auf der Bühne. Und nur bei der Sendung. Ganz kurz, wer denkt sich denn das alles aus, also diese Vorlagen? Ist es dann bei dir im Wohnzimmer entstanden? Macht ihr das gemeinsam, also diese Vorlagen? Also ich habe zusammen mit der Redaktion von Fritz, haben wir Spiele entwickelt. Zusammen mit einer Spieleentwicklerin, die der Hammer war. Ich wusste nicht, dass es das als Job gibt. Mhm. Und dann füllen wir das, die Fragen mit Leben und dann geben wir das an die Leute. Und das Gute ist, dass Till kennt ja auch nur die Antworten, die er vorbereitet und muss dann automatisch lachen über die von den anderen. Die Leute wissen vorher alle nicht wirklich, was passiert. Es ist eine coole Show. Also von daher, ab nächsten Donnerstag, 31. August, geht's los. Die 3. Staffel, 10 neue Folgen. Und ihr seht heute bei der Premiere dann noch die anderen beiden. Ja, ich bin sehr gespannt. Und Moritz Neumeier und Till Reiners sind bei uns, die Comedians. Wie steht es um eure Camping-Leidenschaft und Camping-Erfahrung? Ja, es ist ja wirklich unser Thema. Also Moritz' Nein, Thema und meins mein gar Thema. Nicht. Ich wollte gerade sagen. Ich mag Camping wirklich gar nicht. Ich kenne das noch von Festivals. Da muss man dann morgens um 8:30 aufstehen, weil da die Sonne so reinballert. Dann liegst du in deinem eigenen Schweiß, in so einem Bierschweiß. Weil man muss ja bei Festivals, da trinkt man trinken, auch mal ein Bier. Zum Wohl. Zum Wohl in dem Sinne. Ja. Und das ist einfach immer nur furchtbar. Und dann stehst du so Schlange an so Dixie-Toiletten. Ja, genau. Aber das ist ja Festival, das ist ja nicht Campen. Also Campen an sich ist ja nicht, dass alle mit den Familien losfahren und dann müssen alle auch die Kinder erstmal eine Bierbong ansetzen und dann kackst du in irgendwelche Dixie-Toiletten. Ist das nicht so? Nein. Campen ist anders. Muss nicht mal aufs Feld. Genau, es gibt ja schicke Campingwagen, haben wir ja gerade gesehen. Guck mal, so schön hat man es da mit 2 Fernsehern. Und wir haben jetzt gerade auch schon von den beiden gehört, die haben eine Arbeitsteilung. Apropos Arbeitsteilung, das würde mich bei euch schon mal interessieren. Wie ist denn das, wenn ihr zusammenarbeitet? Man muss ja, glaube ich, Grundvoraussetzung erstmal die gleiche Humorwelle reiten, oder? Ja. Das ist schon das haben wir schon rausgefunden, dass das funktioniert. Also das wäre komisch, wenn jetzt auf einmal Moritz anfängt, so Leute zu imitieren und ich so Tiergeräusche mache. Ja, ich habe einmal einen Podcast mit so Handpuppen anfangen und sowas. Oder wir so verrückte Wortspiele machen oder so. Das wär komisch. Da haben wir uns gefunden. Und vieles, also das, was wir, unser Tagesgeschäft, müssen wir gar nicht groß vorbereiten. Also wir haben den Podcast, da unterhalten wir uns. Da haben wir beide, erzählen unsere Sachen und fertig. Wenn wir auf Tour sind, ist die Show improvisiert komplett. Mhm. Und dann gibt es natürlich sowas wie jetzt die Sendung, aber auch da gibt es die Arbeitsteilung von ich moderiere, das heißt, ich bereite die ganze Sache vor und er führt dann aus. Er liefert ab. Genau. Er muss abliefern dann am Ende. Ne? Aber besteht nicht trotzdem, wenn da 2 Comedians, die auf einer Wellenlänge sind, die sich gut verstehen, trotzdem nicht irgendwie die Gefahr, einer muss lustiger als der andere sein? Also habt ihr so eine Art von Konkurrenzdenken manchmal? Ja, ein bisschen, aber das ist ja dann so einsehbar sozusagen. Also man, das ist ja das, oder? Ja, im Moment, ist ja dann auf der Bühne genau das, also sozusagen das Setting, sodass man irgendwie, das ist ja eigentlich ganz cool für die Leute, dass sie sehen, oh, der will den noch mehr übertrumpfen, oh, der schafft es gerade nicht oder so. Ja, und es gibt auch so Abende, da merkt man dann nach der Hälfte, ja, ich habe heute einfach keine Chance in diesem Kräftemessen. Und dann ist es aber einfach schlau zu sagen, naja, okay, heute bin ich jetzt nicht so, dass ich viel abliefer. Er ist on fire.
Naja, dann baue ich die zweite Hälfte meine Witze eigentlich nur als Rampe für seine Witze. Mhm. Und dann ist die Show am Ende trotzdem ziemlich gut. Mhm. Genau. Aber das mittlerweile wissen wir auch so ungefähr, also wir haben dann ein gutes Gefühl für, jetzt macht er gerade das, da kann man das machen, mhm, und so, dass man sich so ein bisschen die Bälle zuspielt, ohne dass das Publikum das merkt. Und wie kommt ihr auf eure Ideen? Also in welchen Situationen sind es deine Kinder? Moritz, du bist mehrfacher Papa. Sind es deine Kinder, die dich dann inspirieren? Oder woher nimmst du deine Inspiration? Also bei meinen eigenen Shows, wenn nur ich auf der Bühne bin, dann ja. Das Gute ist, bei unseren Shows zusammen, wenn wir auf der Bühne sind, ist die Inspiration einfach, ist meistens der Tag an sich, den wir verbracht haben, oder Sachen aus dem Publikum. Also dadurch, dass wir es komplett improvisieren, hast du gar nicht viel Zeit, was vorzubereiten in deinem Kopf und irgendwo die Ideen herzunehmen, sondern du stehst da, er sagt irgendwas und während er redet, da gehe ich schon, ja okay, das toppe ich jetzt. Wie mache ich das jetzt, indem ich... Und dann baut es sich quasi aufeinander auf. Und das merkt das Publikum auch sehr. Ist euch denn heute schon was begegnet irgendwie, Till, dir im Laufe des Tages, wo du dachtest, Mensch, das könnte ich irgendwie verarbeiten? Nee. Ja, doch, die Baumsache. Ach so, das mit dem Baum, ja. Das war tatsächlich, das war wirklich, also... Sofort. Mit diesen jungen Bäumen, das fand ich irgendwie... Also klar, es ist ein ernstes Thema. Es ist eine tragische Nummer, ne? Jetzt kommt schon die Entschuldigung vorher, also okay. Klar. Aber ich muss auch sagen, es ist schon ein bisschen lustig, dass sich Leute denken, ja, ich würde gerne mal so einen Baum umtreten, aber einen großen traue ich mir nicht zu. Ich hätte gerne einen kleinen, oder? So ein Laubsägetyp ist das wahrscheinlich. Das ist ein Typ mit so einer Bastelschere, der die ganze Nacht dran gesessen hat. Was war denn auch der Grund zu sagen, ich werde Comedian oder ich gehe in die Richtung des Humors, des Humorarbeiters, des Spaßvogels, wie wir am Anfang gehört haben? Naja, wenn man... Wenige der Menschen draußen werden es wissen, aber wenn man ohne Hochschulabschluss auch aufwächst, ja, Moritz, dann bleiben da nicht so viele. Moritz hat aber das wesentlich bessere Abi. Nee, das musst du dann auch mal sagen, Moritz. Ich finde das, weil du wirst immer so oft, als du kommst oft als der dumme Typ von uns beiden rüber. Ja, du hast zum Beispiel ein viel besseres Abitur, das kann man auch mal sagen. 1,8. 1,8? Ja. 2,1 habe ich. 2,1? 2,1. So, ja, Moritz, du musst es nicht sagen. Es ist Fernsehen, das ist hier, das ist die Magie, das ist die Illusion, das ist die Kraft der Girlande, sage ich immer. So, also ich habe 3,0. Das ist eine Note, die dazwischen passt. Hm. Ja, und das merkt man auch. Also heute, man merkt es auch auf lange Sicht, weil Till hat ein sehr hohes Vokabular, übt aber auch viele Stunden am Tag dafür. Hier zum Beispiel mit diesem Eremitisch, was du die ganze Zeit... So was würde ich immer mit einem guten Abi gar nicht machen. Genau, von daher... Und ich bin mir für nichts zu schade, weil ich weiß, ich habe nichts anderes. Okay. Moritz kann immer noch anheuern in der Agentur oder so. Ich brauche das. Du musst mit Hütchen jetzt hier im Studio 3 sitzen. Absolut. Von daher, ich würde trotzdem gleich noch mal die Frage stellen wollen, warum ihr Comedians geworden seid. Denkt auch hier noch mal drüber nach kurz. Also ich meine, ich sehe es ja, warum du es werden wolltest, weil du ein Hütchen tragen wolltest. Aber vielleicht finden wir noch mal eine... Antwort mit mehr Substanz. Ja, gerne. Also ich würde jetzt mal, ich habe ja Herrn Reiners gerade, glaube ich, persönlich getroffen mit der Frage, ob es eine Antwort mit Substanz geben könnte. Ja, gut, dann machen wir halt was mit Substanz. Machen wir was. Okay. Setz ich mir das Hütchen halt wieder ab. Ja, nee, also warum bin ich Comedian geworden? Also ich glaube, man fängt in der Schule an, merkt irgendwie, dass die anderen lachen. Man ist es einem langweilig. Ich war noch ein dickes Kind, da muss man was kompensieren. Und dann zieht man das einfach gnadenlos durch. Hm. Und dann denkt man irgendwann, ja gut, aber das ist ja das Einzige, was ich irgendwie kann, ist ja offenbar Leute zum Lachen zu bringen. Gibt es da denn auch beruflich was? Könnte man daraus einen Beruf machen? Ja, und dann hat das zum Glück irgendwann funktioniert. Mhm. Moritz? Ich glaube, alle haben Knacks. Ich glaube, alle Leute, die auf der Bühne stehen und die Leute zum Lachen bringen, das hat immer was, glaube ich, mit einem Minderwertigkeitsgefühl zu tun und mit dem Füllen von einem Loch, das entstanden ist, weil man sich selbst nicht lieben kann. Und deswegen versucht man, dass dieser Applaus von irgendwelchen Leuten, die machen, das vielleicht ersetzen kann, bis man irgendwann merkt, klappt nicht. Hm. Das ist wie mit einer Dose, wie mit den Dosen eigentlich. Dass man Applaus für das Dosensammeln sozusagen. Genau. Naja, aber trotzdem, hat sich denn gebessert, sage ich mal, die Selbstliebe und dann auch sozusagen das selber sich lieben über die Jahre als Comedian? Ja, aber nicht dadurch. Also ist ja nicht so, also dieses, ich glaube, es gibt immer diese Idee von, naja, aber vielleicht, wenn alle anderen mich toll finden, finde ich mich selber toll, aber es heißt ja Selbstwertgefühl und nicht alle Leute finden mich Fremdwertgefühl. Toll. Fremdwertgefühl. Deswegen ist es, glaube ich, ja, es ist durch Therapie besser geworden. Ich bin immer noch Comedian, aber es hat dabei nicht wirklich geholfen. Am Ende ist es so, ihr unterhaltet Leute, ihr bringt, wie du gerade schon gesagt hast, Till, auch Leute zum Lachen. Nun geht aber definitiv sicherlich auch mal auf der Bühne was schief. Gibt es eine Situation, die du nicht vergessen musst, wo du sagst, oh, den Gag habe ich so richtig verkackt und in die Hose getreten, beziehungsweise versemmelt den Gag? Also ich habe jetzt mittlerweile, also da spüre ich gar nichts mehr. Ich bin schon zweimal mit offener Hose den ganzen Abend, habe ich durchmoderiert. Und da irgendwann denkt man sich auch, ja gut, was soll da passieren? Also ich glaube, es passieren natürlich die ganze Zeit Missgeschicke. Und ich glaube, wir lernen einfach in unserer Bühnentätigkeit dann irgendwann da immer besser mit umzugehen. Deswegen kann eigentlich nicht mehr so richtig was passieren, wo ich denken würde, oh, das ist jetzt total... Doch, ich hatte einmal einen Rollstuhlfahrer, den habe ich nicht gesehen.
Also ich habe nicht gesehen, dass er im Rollstuhl sitzt. Der saß so nebendran, neben der Sitzreihe. Und da habe ich gedacht, krass, hast du den eigenen Stuhl mitgebracht oder was? Hab dann immer weiter darüber geredet und alle haben sich gedacht, was macht der jetzt so Rollstuhlfahrerwitze oder was? Weil ich war, man konnte nicht sehen, dass ich das nicht gesehen habe. Mhm. Ja, das war wohl ein bisschen unangenehm. Waren zehn unangenehme Minuten, weil ich hörte auch nicht mehr auf irgendwann. Ich hatte mich da irgendwann so eingeschossen. Also ist ja auch absurd, dass sich jemand selber so einen Campingstuhl mitnimmt, so hatte ich gedacht, zu einer Show. Damit man immer noch ist absurd, aber das macht ja keiner. Er saß ja im Rollstuhl. Also ist auch nie passiert. Aber wo sind denn dann eure Humorgrenzen? Ich glaube, meine Humorgrenze. Es gibt ja die Grenze von, was findet man nicht lustig? Mhm. Das habe ich gar nicht. Ich finde, es gibt kein Thema, wo es nicht irgendwelche Witze zu gibt, wo ich denke, ach, ist ja fantastisch. Ich habe eher die Grenze bei Witzen, wo ich denke, die kann ich nicht erzählen. Weil Witze haben ja immer was mit Kontext zu tun. Und es gibt fantastische, meiner Meinung nach sehr lustige Witze über den Holocaust, die erzählt werden von jüdischen Comedians, die Geschichten erzählen von ihren Großeltern, wo ich denke, ja, das ist ja absurd lustig, wie du das erzählst, aber das könnte ich nicht erzählen, weil es nicht mein Kontext ist. Mhm. Also ich glaube, bei den Grenzen ist immer die Frage, es gibt immer so eine Kontextgrenze von, was kann ich erzählen und was kann ich mir nur anhören und darüber lachen. Und was sind so die Lieblingsthemen, die dann so auf der Straße sich finden, wo du sagst, Till, bei dir? Also ich finde eigentlich immer Tod gut. man kann ja mit so ganz großen Themen, die einem viel Angst machen, kann man ja Witze machen. Das ist ja total geil. So entsteht Humor ganz oft. So entsteht das ja, dass man da irgendwie guckt. Also natürlich ist Tod an sich jetzt erstmal nicht, da lacht man sich jetzt nicht kaputt. Genau, aber das ist ja die Aufgabe, dass man da irgendwie guckt, wie macht man es lustig. Man bringt da Humor rein, genau. Genau. Wie viel Aggressionspotenzial gehört denn aber auch dazu? Oder sozusagen, du hast erst auch schon mal gesagt, ne, ich kriege jetzt hier gerade Puls und schon sprudelt es in einem. Aber wie viel Aggressionspotenzial braucht man, um daraus dann einen Gag, eine Pointe zu machen oder eine Geschichte zu erzählen? Ich glaube, es hilft auf jeden Fall. Also zumindest mein Humor entsteht meistens aus einem negativen Gefühl. Also es ist genau das, was Till sagt. Es gibt irgendwas, das macht mir Angst oder das macht mich wütend oder das lässt mich verzweifeln. Und mein Abwehrmechanismus ist dann irgendeinen Witz daraus zu machen, damit es sich nicht mehr so furchtbar anfühlt. Und je wütender ich über irgendwas bin, desto besser kann ich darüber Witze schreiben, um das wieder so ein bisschen runterzudampfen. Wie gesund ist der Job dann? Ich glaube, es ist ziemlich ungesund. Ja, ich glaube auch. Also es ist ziemlich ungesund, einfach weil wir so, wir sind ja viel auf Live-Tour. Ja. Du bist jetzt wieder auf Tour, ich bin bald wieder auf Tour. Und dann sind wir immer so, wie lange bist du jetzt auf Tour? Einmal 11 Tage, einmal 17. Genau, und dann aber immer am Stück so. Ja. Und man ist jeden Tag in einer anderen Stadt. Ja. Das klingt wenig, aber... Oder 16 Tage durchfallen. Also wir hatten, genau, 16 Tage durchfallen. Ja, das ist einfach... Haben wir das geklärt. Du isst schlecht. Ja, das wollten wir auch noch mal... Das wollten wir einfach noch mal... 16 Tage durchfallen. Vielleicht ein schöner Programmtitel auch. Nein, aber du sitzt den ganzen Tag entweder im Zug oder im Auto. Du bewegst dich so gut wie gar nicht, weil wann sollst du das machen? Dann sitzt du die ganze Zeit noch hinter der Bühne, weil 2 Stunden vorher musst du da sein. Dann kannst du nicht einschlafen, weil Adrenalin ist da. Also pennst du nur so ein paar Stunden, musst aber um 10 wieder aus dem Hotel raus und du isst dann morgens kein Frühstück, weil du bist zu fertig. Isst mittags so eine Kleinigkeit in einer Raststätte und abends gibt es dann viel zu spät Pizza. Und das machst du 17 Tage durch. Klingt jetzt natürlich auch nach gesund. Klagen auf dem hohen Niveau. Gibt natürlich viel schlimmere Jobs und so. Aber ich glaube, Leute unterschätzen das. Ich glaube, Leute unterschätzen das. Wir hatten eine Mitarbeiterin von unserer Agentur, ist mitgefahren und war total begeistert und hat dann irgendwann gesagt... Nach 3 Tagen hat er gesagt, das mache ich nicht mehr. Okay. Die Comedians Moritz Neumann und Till Reiners sind heute bei uns im Studio 3, live aus Babelsberg. Comedian heißt also, ihr seid bekannt, man merkt es auch heute Abend hier, muss man zugeben, ihr seid Stand-up-Comedians. Also aus dem Stand könnt ihr loslegen. Kann man das eigentlich lernen? Ja, schon. Also muss man sogar lernen. Also wir mussten da schon ein bisschen, also wir müssen schon sehr viele schlechte Shows am Anfang machen, oder? Ja, aber ich glaube, man braucht schon so ein Grundtalent. Also du brauchst irgendwie schon, du musst schon irgendwie Humor haben. Und der Rest ist Technik, ja. Und das kann man dann mit sehr viel Qual und so geht's nicht, dann irgendwann lernen, dass es besser ist. Und gibt's ja immer so Comedians, Kabarettisten. Wo seht ihr den Unterschied? Ich glaube, das sind gar nicht wir, sondern das ist so eine Bezeichnung, die es früher gab für Leute, die was Ernsthaftes sagen, auch mal. Das Kabarett und alles, Leute, die über Eis essen und ihre Freundin reden, das ist Comedy. Und mittlerweile ist es, glaube ich, eher Stand-up bedeutet, naja, du kannst machen, was du willst. Du kannst einfach jedes Thema benutzen und deine Aufgabe ist es, witzig zu sein. Und das ist ganz angenehm, dass es nicht mehr diese Unterteilung gibt in du bist das und du bist das und was machst du ein Klavier, dann bist du Musikkabarett. Ist das. Und ich finde, es gibt ja auch so eine gute Mischung. Ne? Du hast also diese erfahrenen, vielleicht würde ich jetzt eher sagen, noch Kabarettisten und sonst. Wir haben eine coole, junge Comedy-Szene, gerade auch in Berlin, die ihr ja eben auch zusammenbringt. Und vor allem finde ich, junge Frauen sind da immer wieder sozusagen vorn mit dabei. Ich glaube, das ist. Wie steht es um die Gleichberechtigung in der Branche? Wie seht ihr das? Ja, die gibt's nicht. Also, naja, es gibt eine Gleichberechtigung, das schon.
Aber es gibt, ist jetzt nicht so, dass es 50% Männer gibt und 50% Frauen oder so. Also da sind wir weit von entfernt. Ich würde sagen, 90% Männer, 10% Frauen. Das ist irgendwie immer noch so eins der letzten Refugien, glaube ich. Das, ja, das ist irgendwie noch nicht, ich glaube nicht in allen Teilen der Gesellschaft ist es so, dass Leute gleich über Frauen lachen, wie sie über Männer lachen würden. Das ist immer noch ein Ding für leider. Viele. Leider. Ja, noch immer noch dieses, also als Frau, ja, gut, die macht jetzt Witze, aber über andere Frauen zum Beispiel, ja, das ist dann okay oder wie man sich anzieht. Aber wenn die anfangen, über was anderes zu sprechen, denkt man, oder denken viele, oh, das, der Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ne? Pass auf, die letzten anderthalb Minuten, die wir jetzt noch haben, würde ich gerne noch dazu nutzen. Neuer Podcast, Talk ohne Gast, kommt natürlich raus. Nächste Woche die dritte Staffel von Falsch, aber lustig. Das Format von Fritz auf dem YouTube-Kanal vom Comedy-Kollektiv. Und ihr beide habt neue Shows. Ja. Bei dir, Moritz, ist es unangenehm. Ja. Was wird unangenehm? Alles wird alles. Unangenehm. Also der ganze Abend, also das ist meine Triggerwarnung. Es wird für mich unangenehm, es wird ab und zu für die Leute unangenehm. Es wird sehr witzig, aber auch einfach sehr unangenehm. Wann geht's los? Ab dem 1. September bin ich auf Tour. Gehst auf Tour. Und bei dir, Moritz, geht's nach Italien. Moritz, sag ich schon, Till, bei dir geht's nach Italien. Mein Lieblingsland. Das ist das Gegenteil. Also es ist mein Italien, hast du bekommen, sehr angenehm. Wird alles sehr angenehm. Es wird das rundum Wohlfühlgefühl. Deutsche Vita. Ja, ich komme immer von aus der anderen Ecke und dann wird's unangenehm. Und Moritz sagt sofort, oh, es wird unangenehm und dann wird's dann doch netter als gedacht. Und ich versuch's umgekehrt. So, genau. Welchen Traum, welchen Wunsch habt ihr euch noch nicht so für euch erfüllt? Ganz persönlich jetzt, nicht unbedingt nur beruflich. Gibt es einen? Um noch mal so eine substanzielle letzte Frage zu stellen. Ja, gut, bei Moritz sicherlich das Hochschulstudium. Ja, ich glaube, ich will noch gelassener sein mit den Kindern. Das ist das, wo ich am meisten dran versuche zu arbeiten. Und ich will Gefühle kennenlernen. Das ist mein nächstes Ziel. Ja, das mache ich mit Moritz, glaube ich, zusammen. Dass Gefühle wir dann noch mal, ja, also noch mal, was anderes als Wut. Wut, Angst. Wut, und was Traurigkeit. Was, Wut, Trauer, Angst, dass wir da noch mal zwei, drei Gefühle uns drauf schaffen. Wie wir Profis sagen. Ach so, und dann darf ich aber so uncharmant sein, weil ich dafür brenne. Wir zusammen haben eine Show, der ist Schill und Asche. Am 11. September haben wir eine Zusatzshow in der Columbia-Halle. Da gibt es noch Karten für. Wenn man uns beide sehen will, wenn man sich jetzt denkt, da brauche ich mehr von, warum auch immer, ganz komisch, dann trinkt ihr wahrscheinlich auch Sanddornsaft pur, dann bitte. Oder alkoholfreien Sekt. Jungs, es war mir eine große Freude, hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Dankeschön, dass ihr heute bei uns wart. Viel Erfolg für die neue Staffel, für die ganzen Shows, die da kommen und für eure Karriere.